Mit einem Rechtswerter schauen, im Hintergrund sehen Sie einen Wald. Das ist der Mistelbacher Wald. Wir sind im Mistelbacher Bezirk, ja. Und am Ende des Krieges, also in 45 Jahren am Ende des Krieges, sind die russischen Soldaten vom Mistelbacher Wald hier reingekommen ins Bolbachtal und in Kleinhadersdorf. Das ist diese Kirche, die da nur ein Stückchen rausschaut, ja, vom Turm, ein weißer Teil und der spitze Turm. Da waren die deutschen Soldaten und die haben starken Widerstand geleistet. Und da ist von Kleinhadersdorf 85% zerstört worden. Und die haben dann Phosphorbomben gezündet, damit sie unerkannt flüchten haben können, ja. Also Kleinhadersdorf gehört zur Großgemeinde. Und wenn Sie da schauen, das ganze Bolbachtal, und hier haben wir schon die Wein. Der Mistelbacher Wald, Entschuldigung, fängt der ganz oben an. Ja, ganz oben, das ist der Mistelbacher Wald. Und auf der anderen Seite? Ja, geht er noch weiter, ja. Der Mistelbacher Wald, bis eben ungefähr 15 Kilometer ist bis nach Mistelbach, ja. Ja, und man kann über diese Straße kann man auch nach Mistelbach fahren oder man fährt eben über Wilfersdorf und ja, die andere Route. Ja, klar, ja. Ja. Also meine Frau, die fährt immer gern durch den Wald, weil da ist so romantisch, so schön und so fort. Nicht? Ich fahre nicht gern, weil man da langsamer fahren muss. Ja? Und zwar, wir haben ungefähr 60% grünen Veltliner, den wir dann verkosten werden. Rostwein eigentlich weniger, 10%, den gibt es mehr drüben in Schrattenberg, hier im Baumgarten gibt es den Rotwein. Wir fahren da jetzt ein Stückchen raus noch und dann durch eine andere Kellergasse hinein. Ja? So.